So, gleich mal aufnehmen. Wir sind ready für die Invasion. Ja, ein bisschen schauen, ob wir überleben, weil natürlich die Mauer schon ein bisschen hart umkämpft ist. Aber herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Jim zu Fregnum. Leider war gestern nichts mehr los, also habe ich den Livestream nicht mehr gestartet. Ja. Es ist schade gewesen, weil eigentlich ist ja Schnitzeljagd angebracht gewesen, aber es ist halt einfach zu wenig los. Also die Leute interessiert es eigentlich so Events wahrscheinlich, ich weiß es auch nicht. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich bin eigentlich immer bei Events da. Und ja, ging leider halt nicht so gut, aber vielleicht das Zweijährige dann. Ja, ich kann natürlich nichts machen gerade. Nur zeigen. Okay. Ja, ist hart umkämpft, also. Es ist schon ein bisschen mehr los jetzt heute Mittag als gestern Abend. Gestern Abend war einfach mal gar nichts los. Obwohl Freitagabend eigentlich mehr los sein müsste. Ah, Mann. Ich will doch ein bisschen schauen, Mann. Ich will ein bisschen XP. Aber der haut sicher ab. Ne, da kann ich auch. Bekomme ich etwas? Ja! Scheinbar, ja, tue ich ein bisschen zu egoistisch oder so etwas. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Keine Ahnung, wieso sich manche Leute getrauen, mir das zu sagen. Obwohl es überhaupt nicht stimmt. Weil ich will ja nicht egoistisch sein. Ich freue mich nur ein bisschen jetzt gerade, dass es so gut klappt. Ja, sicher! Hä? So werde ich von denen da oben gesehen. Ah, toll, ey. Ich habe kein Leben mehr. Okay, jetzt werde ich geheilt. Ja, das ist natürlich typisch. Ich werde immer auf die Schnauze bekommen, wenn ich so low-level bin. Okay, diesen Sturm da oben. Ja, es ist halt nicht so übersichtlich. Das Game hat einfach nicht so die Übersicht, die ich gerne hätte. Es ist einfach extremes Wirrwarr und da muss man schon konzentriert sein bei low-level. Aber, ja. Ich bin halt auch wieder neu sozusagen und deshalb habe ich noch ein bisschen Schwierigkeiten. Es ist nicht alles so selbstverständlich natürlich. Und eventuell fragen sich da eben auch ein paar Leute nach, ob ich hier überhaupt ja interaktiv bin und alles mögliche. Natürlich bin ich das. Aber scheinbar wird nur kritisiert. Es wird nicht mal etwas gewünscht oder so. Das ist halt schade. Also ich bin überhaupt nicht asozial oder eben egoistisch oder so, ich bin eher supportend für alle Leute, egal wie ich sie kenne oder nicht. Es ist einfach so, dass es halt schwierig ist, das überhaupt zu zeigen. Und ich glaube, wer sich angesprochen fühlt, der weiß es. Nein! Ich habe doch nur kurz verlangsamt. Ist das so schlimm, dass ich immer wieder so gefokust werde? Und die anderen haben sich wieder getrennt. Ah, manche Spiele sind manchmal wirklich ein bisschen blöd. Ist ja klar, dass man hier nicht so weiterkommt, wenn ihr da meint, ihr müsst da irgendwie den Kristall irgendwie holen und dadurch uns in Gefahr zu bringen. Das Wichtigste nach einer Invasion ist eigentlich, dass wir zusammen sind. Und die Steine dann auch bekommen, weil wir genügend auf einem Fleck sind und nicht trennen. Ich weiß nicht. Das sind Egoisten. Nicht ich. Wieso soll ich egoistisch sein? Aber ja. Ich glaube, der sich angesprochen fühlt, der schaut sowieso nicht mehr meine Videos. Dabei habe ich nicht viel gesagt, nur. Ja.
Da beim Livestream war es oder so mal etwas gesagt, das ihn wahrscheinlich gestört hat. Und ich weiß schon was. Und ja, das ist natürlich doof, wenn ich natürlich Reichweite habe und dann irgendwas sage und die Leute meinen, dann fühlen sie sich angesprochen und ja. Dabei mache ich nur Let's Plays und Livestreams. Ich mache keine Geschichte. Ich muss mir keine Freunde holen. Ich bekomme die Freunde, die auch es wert sind, ja, mit mir zusammen zu sein. Wenn sie sich sofort stören, dann ist es keine Beziehung, also ist es keine, wie sagt man dem, ist keine Freundschaft, also eine Kollegschaft. Also, was wir jetzt eigentlich haben, ist, der Xerox holt mir Holz im Gegensatz zum Magna-Bahn. Ich werde den verkaufen, der ist nichts wert für mich, weil ich sowieso 8 bräuchte und die Quest eigentlich immer wiederholbar ist und ja nur ein bisschen EXP gibt und also wirklich nichts wert ist. Und da ich eben Magnas überhaupt nicht brauche, also ich eigentlich alles Magna wegschleudern könnte. Für gutes Equip. Und der Clan, der unterstützt mich davon eigentlich sehr gut. Also 1000 Hickory-Baumstämme für ein Magna ist hoffentlich nicht zu teuer, weil für mich ist es schon noch teuer, weil ich noch nichts besitze. Ja. Aber gut. Eben, das sind so Sachen, die mich einfach ein bisschen stören. Weil das macht direkt noch so ein bisschen kaputt, dieses ständige Handeln, dieses ständige, ja, Farmen. Möchte ich eigentlich nicht so oft machen und deshalb nehme ich das jetzt einfach an, damit ich weiter craften kann. 5000, ja, die bekommen das alles durch Handeln über die Farmen jetzt nicht unbedingt immer so viel. Und wenn ich jetzt immer die ganze Zeit farme, dann habe ich zwar viele Magneten und vielleicht auch viel Reichweite, also dass ich immer wieder viele Sachen holen kann. Aber dann habe ich das Problem, dass ich alles voll habe im Inventar und so. Das ist natürlich auch nicht so gut. Deshalb sammle ich die einfach rein und tue dann die Sachen in den Gildenmitgliedern umtauschen gegen andere Sachen. Also nicht gerade so handeln. Es ist schade, dass man Rechnung eigentlich nicht solo self anspielen kann oder so. Ich finde das echt doof. So, Edelsteine haben sie wahrscheinlich umplatziert. Ja, die holen gar nicht die Edelsteine. Ja, bei uns sind die zwei Edelsteine am Tor. Wo sind sie hier? Ah, hier ist einer, ein Sockel. Da drüben. Also eventuell könnte es gehen mit Dingen. Ah, ich habe den. Ah, das ist die Beschwörung. Deshalb habe ich den nicht gesehen. Ja, also natürlich nicht gerade so gut mit meiner Reichweite. Ja, der macht Schaden. Ne, immer wieder stehen und so Sachen. Ei, das nervt mit diesen Teilen. NPCs sind immer am Nerven. Ah, wieso bist du so langsam, du blöder Bogen? Wenigstens Erfolge. Diese Pfeife versteckt sich. Ja, die gehen immer auf mich. Das ist sowas von posihaft. Wieso gehen Große immer auf die Kleinen? Die Größeren sind viel problematischer, oder? Also ich würde immer auf die Großen gehen, aber wahrscheinlich sind sie einfach nur faul.
Ja, die sind sicher faul, dass sie einfach auf den gehen, den sie gerade gesehen, und mir fallen halt mehr auf. Jetzt buff doch mal kurz, ey. Was ist die Reichweite vom Angriff? Aber den Buff brauche ich gerne jetzt. Hätte ich gerne. So. Ach, und das ist Schutzschild. Schutzschilde sind sowas von doof, wenn du low-levig bist. Wenn du keinen Schaden machst. Ja, ich kann halt nichts. Ja, doch, ich hab's gehört. Ich muss gar keinen Schaden machen. Ich hole es einfach. Dadurch, dass ich sie debuffe. Oder andere Buffe. Ne, andere Buffe geht ja nicht. Mäger. Er hat jetzt nicht unbedingt so Auren und so weiter. Aber ich muss mich ein bisschen schützen. Kommen von hinten. Wow. Wie viel haben wir jetzt schon? Müsste neben natürlich nein. Ah, 99. Gleich mal kurz sagen, ich habe fast die 100 erreicht. Yeah. Als Neuling ist das natürlich wunderbar, schon 100 zu haben. Geist ist so niedlich. Stück, das ist so weit unten. Manuell. Ich bin immer noch so einer, der ein bisschen manuell alles macht mit der Maustaste. Da kommen sie wieder, die Flammen. Diese orangen Mandarinchen. Sagt man, glaube ich, im Deutschland nicht, oder? Sagt man im Deutschen? Mandarinen, genau, Mandarinen. Und die Farbe erinnert mich an Orangen oder Mandarinen. Oder Nektarinen. Sie haben keine Nüsse, keine Kerne. Ah, Clementinen sind die ohne Kerne, genau. Sie sind Clementinen. Sie haben keine Eier. Nicht gesehen, schnappt sie so. Ja, ja, er geht auf mich. Ja, ja, Pflaume. Ja, ja. Ja, wir verlieren. Wir haben keine Chance, es sind zu viele. Wir machen jetzt einen kleinen Verarschungstrick. Okay, nicht. Aber wir verarschen jetzt mal ein bisschen und bleiben im Reich. Ich will euch ein paar Sachen zeigen. Ne? Wir machen Invasion. Ach, schade, dass wir schon sichtbar sind. Wir bleiben bei den Steinen hier. Ja, wir werden wahrscheinlich verlieren jede Zeit, aber immerhin. So, was sollen wir machen? Wir gehen zu einer dieser Ruinen. Oder, ja, das Problem ist, ich kann nirgendwo hin, deshalb gehe ich jetzt mal kurz zu dieser Ruine. Weil hier vermuten sie mich nicht. Okay, da ist noch ein Alse. Boah, ich hätte schon gedacht, das ist ein Ding. Ja, das größte Problem ist jetzt, ich kann hier nirgendwo hin und die Ignons finden. Ich bleibe jetzt einfach eine Zeit lang im Reich und töte mich dann selber. Sie bekommen meine Krebs nicht über, meine War.
Master Coins auch nicht, wenn ich dann weiter groß bin. Kann man hier hoch? Ernsthaft? Nee. Ja, knapp. Also ich bin hier. Ich ruhe mich hier aus. Bin der einsame Siedler in einem fremden, bösartigen Land. Ich gehe vielleicht zum Tal. Die anderen dachten, ich würde immer wieder sterben, aber zum Glück mache ich das nicht. Ich bin jetzt sehr wenig schon gestorben und habe schon viel mitgemacht. Also vieles mache ich natürlich nicht in Videos. Aber ich könnte eigentlich so machen, dass ich jederzeit die Videos anfange, wenn ich irgendwas ja, mache in der Warzone oder so. Ich möchte natürlich euch schon alles zeigen können. Aber ja, es gibt halt auch manchmal ein bisschen Probleme mit Open Broadcaster Software. Ich da jetzt nicht immer ständig aufnehmen kann. Weil ich hatte jetzt schon wieder das Problem, dass die Lautstärke wieder weg war vom Mikrofon. Irgendwie, ja. Ich brauche unbedingt das neue Mikrofon. Kann mir jemand das mir senden? Weil eben bei mir geht die Bezahlung noch nicht. So nah bin ich noch schon lange nicht mehr gewesen. Das könnte ich eigentlich Leveler killen oder so, aber das mache ich natürlich nicht. Oder wobei. Schade, dass ich wieder sichtbar bin. Oder einfach mal kurz ein bisschen hier runter schauen. Wir gehen zum Ozean und trinken uns. Oder eventuell, wenn wir einen Leveler finden, den wir besiegen können, machen wir mal kurz ein bisschen Leveler killen. Aber eigentlich möchte ich ja das nicht zeigen. Aber es machen trotzdem halt fast jeder Jäger. Ja. Schade, dass ich jetzt nicht mit dem Pferd... Ja, komm. Machen wir es mit dem Pferd. Ich habe ja sowieso keine Chance, wenn es... wenn ich jemand sehe. Also ich tarne mich die ganze Zeit, aber nein. Also kann man hier raus aus dem Tor, aus dem... Man kann eigentlich schon raus, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee. Ja doch, man kann raus, stimmt. Das muss ich nochmals ein bisschen ironisch angeben. Gibt's sonst eigentlich nie an. Aber, ne, es geht nicht. Aber man kann hier hoch und dann irgendwie runter glitschen. Schade, dass man nicht rauskommt. Das ist so dumm gemacht. Hä? Für was sind Mauern da, ey? Eigentlich sollte das gehen. Es ist ja auch für andere da. Muss zum Tor. Okay, es ist noch erobert, aber... Aber sowas von nervig, wenn man nur durchs Tor gehen kann, ey. Geh doch nicht durchs Tor, weil da sind sicher Dinge. Ich muss aber. Okay, er ist da. Also der. Du kannst nicht sehen, aber. Einer ist da. Soll ich noch ein bisschen mitmachen? Nee, das ist Heimweg.
Es ist Heimwegzeit. Wir werden einen heldenhaften Tod. Nee, es ist zu riskant. Wir folgen jetzt dem hier. Du kannst uns nicht beschützen. Wir gehen jetzt einfach zum Manny und dann dort durch über die Brücke zu den Toren. Ja, und eventuell schaffen wir es ja heim. Aber das ist so der Nervenkitzel, der mich da ein bisschen gerade schlägt, sozusagen. Man ist halt einfach noch viel zu schwach, um so etwas zu machen, aber ihr habt gesehen, also wie viel Erfahrung ich bekommen habe. Und das in so kurzer Zeit, also finde ich richtig toll. Aber halt mit gegen Monster kämpfen bringt noch mehr und da ist langweilig. Ist langweiliger als Warzone machen. Deshalb mache ich eigentlich immer so viel wie möglich Warzone. Ist es niemand online hier? Ist einfach niemand online. Beim Tor gehe ich aber nochmals getarnt durch. Also jetzt ist es eher für euch ein bisschen schneller, sonst mache ich das natürlich schon ein bisschen getarnt. Zu Pferde, das Reiten durch die bösen Länder ist natürlich schon ziemlich nice. Und sogar die Schätze liegen überall herum. Es ist einfach nichts los in dem Game. Außer an Spitzenzeiten. Das muss wieder besser sein, Leute. Fangt alle bitte an, Regnum zu spielen. Wir brauchen mehr Leute. Und für die, die schon zocken, ja, macht mit. Informiert euch bei mir, wann irgendwas los ist, das ist so, dann macht es mehr Spaß. Je mehr mitmachen, desto mehr Spaß macht es auch. Ist vielleicht auch lustiger dann, wenn wir auch ein bisschen überlegener sind, als immer nur zu wenig überlegen. Und ja, dürft ihr auch den Syrten und den Linken anschließen. Aber macht eben den Fehler nicht und geht nach Valhalla. Das ist schlecht. Ja, es ist ein roter Turm immer noch. Die wechseln irgendwie auch nicht so, oder die werden einfach nicht eingenommen. Ist ein bisschen nervig, als Low-Level hier durchzugehen. Weil es auch so langsam ist, wenn man getarnt, also wenn man einfach läuft. Jeder Krieger würde meistens rennen, oder? Einfach, wenn er schwere Rüstung hat, nicht. Aber stellt euch mal vor, wie das gewesen wäre, wenn jetzt noch Mittelalter ist. Die Leute so laufen müssen zu den anderen Reichen und... Oh Gott. Es wäre sowas von lame. Wir gehen jetzt hier unten durch. Einfach nicht an den Wegen entlang und dann haben wir es geschafft. Jetzt muss ich ab kurz angeben. Und die Leute denken echt, ich würde extra also ohne extra so spielen. Angeberisch und blöd und. Hey, das ist einfach witzig. Das ist einfach ein Roleplay von mir. Ihr müsst nicht alles so ernst nehmen. Das ist nix. Aber Leute nehmen immer alles nur ernst. Also vor allem, wenn ich so ein bisschen so rede, dann bin ich meistens nicht ernst. Dann bin ich ein Spielkind.
Ich weiß jetzt nicht, wie aus Pia. Wo ist sie gekommen? Wann ist die gekommen? Hier. Nee. Hier ist sie gekommen irgendwo. Die ist schon lange da und ich habe es nicht mehr gemerkt. Ah, hier. Ja, ich bin dann gerade ja am Fliehen gewesen, deshalb habe ich es nicht gesehen. So sage ich nochmal. Aha. Nee, ich sag's lieber nicht, aber ist ja auch nur gespielt von ihr. So, schauen wir gleich mal 25 Minuten. Gut. Dann Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part oder Livestream. Ja. Ich denke heute Abend vielleicht Livestream. Sonst morgen Mittag, Nachmittag dann wieder ein Part. Aber das mache ich ja sowieso fast jeden Tag. Ich denke, ich kann es jeden Tag bringen. Ich habe ja auch wieder mehr Zeit. Ja. Also, dann Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.